Anastasius Morton, die Regierung in Washington schickt mich. Peabody, ich leite dieses Gefängnis. Und das hier ist meine liebe Kollegin Miss Betty. Ich weiß, wer Sie sind. Sie wissen sicherlich, warum ich hier bin, oder? Ein einarmiger Bandit? Nein, Peabody. Das ist die strahlende Zukunft unseres Landes. Diese Maschine analysiert, berechnet und wählt den besten Kandidaten für eine Aufgabe unter Tausenden aus. Verstehen Sie? Erzählen Sie mir nicht, dass Sie ein Versuchskaninchen für Ihre Experimente haben wollen. Ach, mein lieber Peabody, Sie haben gar keine Wahl. Sie ist eingestellt auf die besten Wachen für das Gefängnis. Exzellent! Tut mir leid, aber diesem Bericht zufolge sind Sie nicht länger der Direktor. Tut mir leid. Das dürfen wir nicht zulassen! Morton, ich trete in einen unbegrenzten Hungerstreik! Unbegrenzt, verstanden? Hallo, Dortons. Was denn? Kann man nicht mal in Ruhe buddeln? Es gibt exzellente Neuigkeiten. Und niemand hat ein Problem damit, dass ich der Direktor bin, oder? Wir brauchen die Schlüssel. Na also. Könnte ich mich ums Kochen kümmern, Joe? Von mir aus gern. Wir wollen Peabody! Wir wollen Peabody! Wir wollen Peabody! Wir wollen Peabody! Ist das ein neuer Regentanz? Ja! Schnell, wir erwarten eine Rede zu Ihrer Amtseinführung. Aus dem Weg, die Postkutsche kommt! Na dann rauf aufs Podium und halten Sie eine offizielle Rede. Meine lieben Kollegen, liebe Gefangene! Ich bin der neue Direktor. Mein Programm ist sehr einfach. Keine Ausnahmegenehmigungen und die Strafen werden verdoppelt. Keine Sorge, es gibt genug Steine zu beklopfen. Wie war das? Exzellent, ganz exzellent. Während wir mal kurz die Außenanlagen des Gefängnisses besichtigen. Wir wollen Peabody! Hey, dein Tanz funktioniert nicht! Eine Lieferung für die Küche! Moment, nicht das Tor schließen! Mein lieber Direktor. Der geht mir langsam auf den Zünder. Ich dachte mir, dass ein Überraschungsbesuch in den Zellen äußerst nützlich sein könnte, nicht wahr? Na schön. Exzellent, Morton, exzellent. Sie haben recht. Hier drunter befindet sich ein Tunnel. Ja. Ich rieche da was. Hier drin ist ein Schießeisen. Die schwarze Farbe übertüncht eine durchgesägte Stange. Also, ich bin, beeindruckt. Die nächste Zelle. Exzellent. Essen fassen! Das läuft ja besser als erwartet. Wenn uns diese Hohlbirne nie allein lässt, müssen wir eben nachts abhauen, so wie zu alten Zeiten. Diesmal schaffen wir's. Ja! Peabody! Hier ist ein neuer Gefangener. Er hat zur Raschauer eine Bank ausgeraubt, ohne Waffe. Sperren Sie mich in eine Zelle, in ein finsteres Loch. Nehmen Sie meine Finger ab. Ich weiß, was ich machen muss. Es war viel einfacher zu fliehen, als wir noch Gefangene waren und keine Schlüssel hatten. Ich werde beweisen, dass diese Banditen nichts in meinem Direktorsessel zu suchen haben. Aber ihre Resultate sind exzellent. Seit wir sie angestellt haben, gab es keine Ausbrüche. Es traut sich niemand abzuhauen. Einige wollen sogar verlegt werden. Oh, ich bin auch schon ganz ängstlich. Was machen wir denn da? Tja, wenn Sie mich jetzt entschuldigen, ich muss noch eine Menge erledigen. Kein Ausbruchsversuch? Na, das werden wir ja sehen. Aber hier ist ja alles untertunnelt. Schließt die Tür hinter euch. Ja.
Ah, der süße Duft der Freiheit. Miss Betty. Mr. Peabody? Mein lieber Direktor, Sie sind wieder zurück. Als Gefangener reingekommen, als Direktor wieder raus. Das nenne ich Karriere. Exzellent! Ganz ausgezeichnet, also wirklich. Sie wussten, dass er versuchen würde zu fliehen. Das ist wirklich ganz erstaunlich, nicht wahr? Sie haben versucht zu fliehen, Morton. Kapieren Sie das denn nicht? Das sind äußerst gefährliche Gefangene. Mr. Peabody, Mr. Peabody, ein Telegramm aus Washington. Wir stehen vor dem Bankrott. Unser Gefängnis hat mehr Geld für Essen ausgegeben, aber als alle anderen zusammengenommen. Der Präsident fordert, dass alle Ausgaben sofort gestoppt werden, Peabody wieder eingesetzt wird und die Daltons zurück in ihre Zellen kommen. Wünsche einen wunderschönen Morgen, Morton. Kommen Sie wieder, wann immer Sie wollen, nicht wahr? Seitdem wir Direktoren waren, haben wir eine VIP-Zelle bekommen. Na los, graben wir uns einen Tunnel. Wir können nicht graben. Von wem stammt denn diese blödsinnige Idee? Na, von dir, Joe, als du noch Direktor warst. Meine lieben Gefangenen, die Gefängnisleitung hat beschlossen, dass wir am nationalen Gefängnisblumenwettbewerb teilnehmen. Tja. $3,000 winken dem Gefangenengewinner und die Strafe des Gärtners wird um sage und schreibe 23 Tage reduziert. 345 Tage minus 23 Tage. Moment mal, wie viel bleibt da noch? Fabelhafter Falke wird euch unterrichten. Hau, ihr Pflanzenliebhaber. Also, ich hasse Gärtnern. Ich habe gelesen, manche Reben können bis zu 6 Meter hoch werden. Ich glaube, mein grüner Daumen kehrt zurück. Oh, es geht ans Herz zu sehen, wie die Gefangenen etwas anderes graben als Tunnel. Hey, runter von meinem Grundstück, klar! Ich habe hier zuerst gestanden. Na, na, na. Was ist denn hier los? Der Gartenzwerg will mein Grundstück klauen. Meins muss an der Mauer sein. Das ist mein Garten und ich grabe meinen Tunnel darin. Tja, wenn ihr so gerne Löcher gräbt, dann werft ihn doch ins Loch. Na, 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 na. Kein Grund, nervös zu sein. Hier sind ein paar Bohnensamen, die in der Lage sind, den Schwanz des Adlers zu kitzeln. Bis zum Mauerende würde schon reichen. Der lange Schlacks ist ein guter Schüler. Er hat einen grünen Daumen. Hey, aber ich hab mir doch die Hände gewaschen. Es will nicht wachsen. Naja, ein paar Monde musst du schon warten, ehe die Ranken wachsen. Das ist mir zu lange. In meinem Buch steht was von einem Wachstumsbeschleuniger. Mustang-Dung. Funktioniert das? Ja, damit! Mustang-Dung ist das für Profis und nichts für Amateure. Was ist das? Mach das Tor auf, oder ich mach aus dir einen Nudelsieb. Lass das Tor auf, wir sind gleich wieder da. Wir wollen nichts kaufen, danke. Hier ist die Indianer-Lotterie, Sie haben den Jackpot gewonnen. Hurra! Dürre oder Leben. Warum sind wir ausgebrochen, wenn wir jetzt wieder zurückgehen, Joe? Wir brechen später aus, du Idiot. Dieser Kretin hat den ganzen Mist verschüttet. Ist denn das zu fassen? Oh!
Es wird Zeit abzuhauen. Los, mir nach! Los, fangt sie ein! Oh, was für ein friedlicher Wald. Sind wir hier nicht schon mal lang gegangen? Ergebt euch los! Ihr bekommt uns nie! Wir kriegen die Dortens doch sowieso! Geh nicht schubsen! Machen wir hier unser Picknick? Ich glaube, ich habe einen Dorn im Hintern. Wir können nicht abhauen, ohne was zu essen. Ach, herrje, oje, das viele Blut. Nicht bewegen, die halten uns für tot. Wir schleichen vorsichtig zum Ausgang. Jetzt beruhigen Sie sich doch mal wieder, Miss Betty. Ich bitte Sie. Schnell, wir brauchen ein paar Tragen. Ich hab euch erwischt. Vergesst die Tragen. Wir brauchen Handschellen. Ich war noch nie richtig gut im Toter Mann spielen. Danke für das Pflanzentötolin, fabelhafter Falke. Jetzt ist das Gefängnis endlich wieder sicher. Ich hab noch etwas von dem Indianerdünger. Das ist unser Weg zur Freiheit. Ist das? Dann verwandelst du dich in einen Riesen und bringst uns nach draußen in die Freiheit. Aber Joe, du weißt doch, das wirkt nur bei Pflanzen. Avril hat ein Erbsenhirn, das funktioniert perfekt. Eso! Das ist das zweite Mal, dass mich heute was an den Hintern piekst. Ich hasse diesen Tag. Wir wollen Steine! Es sind keine Steine zum Zerschlagen mehr da. Sollen wir sie etwa zusammenkleben? Immer mit der Ruhe, das wird schon werden. Habt ihr nicht die Schnauze voll vom Steine zerkloppen, ihr Löffelschnitzer? Ich meine, was ist gut daran? Da können wir wenigstens immer was reden. Es ist gesund und eine Körperertüchtigung. Man kann auch Kunst machen. So lernen wir uns besser kennen. Oh, es macht Spaß. Das ist dämlich und langweilig. Folgt mir, Männer! Wir machen einen Steinestreik! Oh. Wie kann man nur so blöd sein? Hey, Joe, Manu, das sind keine gewöhnlichen Steine. Das blöde Zeug, was da drin ist, kann man nicht zerkloppen. Meine Freunde, ich muss mich bei euch entschuldigen. Ich hab gesagt, ihr seid Dummköpfe. Ich war oft unhöflich zu euch, schlecht gelaunt und manchmal auch ziemlich wütend. Ich bin ausgerastet und war oft fies. Ekelhaft. Gemein. Widerlich. Na schön, das war nicht nett. Ich möchte mich mit einer Extraportion Essen bei euch entschuldigen. Sieh mal an, aus Joe wird doch langsam ein guter Kerl. Er nimmt seinen Mitgefangenen die schwere Arbeit ab. Was ist denn mit mir? Bekomme ich keine Bonbons? Gib her! Und jetzt bestechen wir die Wachen damit. Na schön, aber welche?
Wenn du uns hilfst zu fliehen, kriegst du Diamanten, viele Diamanten. Was? Aber das ist doch, Es ist Bestechung. Ja, genau, nach diesem Wort habe ich gesucht. Ich habe dich beobachtet, Joe. Aus dir wird doch noch ein guter Kerl. Sie beobachtet uns. Verstecken wir die Diamanten fürs Erste. Oh, ich liebe Versteckspielen. Vor allem, wenn ich weiß, wo das Versteck ist. Vielleicht ist es doch keine so gute Idee, sie zu verbuddeln. Das ist eine steinstarke Idee, Joe. Pass auf! Also das ist eine ganz dämliche Idee. Wieso? Wenn wir das Licht nicht anmachen, merkt keiner was. Ich find's toll. Wir dürfen nur nicht lachen. So, sie ist weg. Schnell zu den Wachen. Hey, Daltons, vergesst nicht, dass ihr heute in der Küche eingeteilt seid. Manu, schade, dass wir gerade am Pommes-Tag fliehen wollen. Halt die Klappe, beeil dich, Avril. Los, schneller! Pass auf, Joe, nicht so schlampig schälen, das ist Verschwendung. Das ist völlig unwichtig. Hauptsache, wir sind bald draußen mit all den vielen Diamanten. Hm? Hm? Die Diamanten? Wo sind meine Diamanten? Wir müssen zurück! Hier sind sie auch nicht. Hier auch nicht. Und hier auch nicht. Hä? Stellt mir bloß keine Fragen. Und, hast du sie? Sie müssen im Müll sein. Ich meine, die hat doch bestimmt niemand aufgegessen. Hm? Dass Joe sich bei allem beliebt machen will, ist eine Sache. Aber was will er denn jetzt plötzlich von dem Hund? Ich bin nicht sicher, was für ein Spiel wir denn jetzt spielen. Hab ich gewonnen oder verloren? Also das raff ich nicht. Wenn die Diamanten nicht im Müll sind und Rantanplan sie nicht gefressen hat, wo sind sie dann? Wo hast du die Diamanten her? Die waren in dem Müll, den die Bleichgesichter auf unser Gebiet gekippt haben. Ein herrliches Material für indianische Volkskunst. Du hast doch nicht alle Latten am Zaun! Entschuldigt bitte. Ich will nicht unhöflich sein, aber Handgreiflichkeiten sind hier nicht gestattet. Wie Sie sehen, Miss Betty, hat Joe Dalton gerade gezeigt, dass er sich ändern kann. Zum Schlimmeren. Beruhige dich, Joe! Jungs, wo seid ihr? Oh, endlich, da seid ihr ja. Und wie geht's jetzt weiter? Ja, 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 ganz klar. Hm? Nach links. Nein, nach rechts. Da
Das war auch der falsche Weg. Deckung! Abtauchen! Wie sollen wir die Daltons finden bei all diesen vielen unterirdischen Tunneln? Ganz leicht. Und zwar so. Da sollte mal jemand seine Unterwäsche wechseln. Na los, gehen wir auf Hasenjagd. Hey, er hat eine Spur gefunden. Seht mal ein kleines Häschen. Ich hoffe, du hast dir nicht wehgetan, kleines Hasilein. Also schön, Jungs, wir teilen uns auf. Ein Tunnel muss doch nach draußen führen. Die Spur ist frischer als frisch. Ich finde euch schon. Okay, seht zu, dass man euch nicht sieht. Was denn? Du hast doch gesagt, man soll uns nicht sehen. Da vorn ist ein Licht. Natürliches Licht. Passt auf, vielleicht sind die giftig. Da fehlt etwas Salz. Habt ihr von den Pilzen gegessen? Nein, habt ihr nicht. Klar, habt ihr von den Pilzen gegessen, ihr Deppen. Naja, es ist ganz nützlich, wenn man die Hände frei hat. Ihr könnt doch nicht einfach alles in euch reinstopfen. Haben wir euch. Benehmt euch nicht wie Babys. Los, runter mit euch. Du zuerst. Und du auch. Oh, Mann. Was ist denn los mit dir? Oh, ich hab Wanstkrummeln, Joe. Das kommt von diesen blöden Pilzen. Na, zumindest können wir uns so den Weg leuchten. Weiter geht's. Das gefällt mir nicht. Es ist zu ruhig. Es ist niemand hier. Gehen wir lieber wieder zurück. Averill, Licht! Averill! Das bin ich nicht! Oh, ein Schatz! Sie kommen näher, schnappen wir uns, was wir tragen können und hauen ab. Hörst du das? Die Geister rasseln mit ihren Ketten. Hey, das sind doch die Daltons. Wusste ich doch, ihr Hohlköpfe. Mann, sind wir froh, euch zu sehen. Oh, süße
meine Freiheit. Endlich was für ein Glück. Das ist ein großer Tag. Danke, dass ihr den verlorenen Schatz seinem rechtmäßigen Besitzern zurückgebracht habt. Mein Stamm dankt euch, meine Mutter dankt euch und mein Konto dankt euch ebenfalls. Ja, na dann wollen wir mal wieder nach Hause gehen. Eine hübsche kalte Zelle und ein hartes Bett sind eine willkommene Abwechslung nach dieser Aufregung. Oh Mann, nach der Schufterei mache ich erstmal ein kleines Nickerchen. Ich muss jetzt erstmal schlafen und die ganze Aufregung verdauen. Na toll, wie macht man ein menschliches Nachtlicht aus? Oh je. Der neue Gefangene ist da! Die Luft ist rein, wir verschwinden. Ja. Alles klar. Und wenn wir die Bohnenstange vorschicken? Everill, du gehst als Erster. Okay, dann werde ich mal. Wartet hier auf mich. Hopp! Ja. 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 Sir James Wellington. Der Mann ist von Adel. Dieser neue Direktor hat wirklich Klasse. Wellington? Der Wellington? Er ist der Ausbruchskönig. 22 Versuche, 22 Mal erfolgreich. Einmal hat er sich als Präsident der Vereinigten Staaten verkleidet. Und wir? Wie viel haben wir? 347 Versuche, 347 Fehlschläge. Einer als russische Matroschkas. Was gibt's da zu lachen? Ich warne dich, von hier haust du nicht ab. Die Daltons sind der lebende Beweis, dass man hier nicht wegkommt. Was? Die Daltons sind hier? Von denen spricht man im ganzen Land. Ach so? Ja, nach dem Essen, wenn man sich Witze erzählt. Werd ja nicht frech, Schmalzlocke. Ich wette, wir können vor dir ausbrechen. Abgemacht. Ich für meinen Teil bin heute Abend um 19 Uhr hier weg. Höchste Alarmbereitschaft. Die Ehre des Gefängnisses steht auf dem Spiel. Und eure Prämien. Sie haben mein Halsband gestohlen, um es einer Lady zu schenken. Oh, das ist ja so romantisch. Wenn die Lady so schöne Augen gehabt hätte wie Sie, dann hätte ich ihr eine Krone geschenkt. Oh. Komm, Rantanplan, zeig deinem neuen Meister, dass du ein Rassehund bist. Die Promenadenmischung ist nicht sehr helle im Kopf, was? Gehört ihr etwa den Daltons? Na bitte, er hat mich bemerkt. Ich spüre, wir werden ein großartiges Team. Ich hab ihn! Oh. Bravo! Um Himmels Willen, das kleine Küken hat seine Mami verloren. Mission erfolgreich beendet. Bye bye, James. Der neue Chef scheint mich zu mögen. Er hat mir das beste Stück gegeben. Okay, Planänderung. Wir bleiben die ganze Zeit dicht bei ihm und benutzen seinen Fluchtplan. Was ist der Unterschied zwischen einer Wespe und den Daltons? Ich weiß, die Größe der Streifen. Die Wespe kann jemanden stechen, aber die Daltons werden immer nur gestochen.
ich sie wieder absetzen? Um Himmels Willen, da müsste ich die schwere Kugel ja hinter mir herziehen. Das geht doch nicht. Wo ist er hin? Da, Beeilung! Alarm! Wellington versucht auszubrechen! Sir Wellington, wenn ich bitten dürfte. Passt auf die Tür auf! Das ist der einzige Ausgang! Ah, alle lieben den Neuen. Selbst die Daltons wollen ihn unbedingt sehen. Abraham Lincoln, der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Kann ich mir nicht vorstellen. Der ist doch schon eine Weile tot. Mein Geist, Hilfe! Er macht schon wieder den Präsidententrick. Nicht so lange ich wache stehe. Das war nur ein Ablenkungsmanöver von James. Das ist er. Da, er läuft auf den Knien. Oh, meine Wette! Unsere Prämien! Meine Ehre! Eine Lieferung für Miss Betty und hier ist ein Telegramm für den Direktor. Tja, damit hast du nicht gerechnet, James. Ohne ein Pferd hättest du sowieso nicht die geringste Chance. Meinen herzlichen Glückwunsch. Ich muss sagen, ich bin wirklich beeindruckt. Nun, ich bin etwas müde. Bringt mich doch bitte in meine Zelle. Es ist 19 Uhr und er ist immer noch nicht abgehauen. Ja, ich bin der wahre Gewinner. Mein lieber Freund, vergessen Sie nicht, Ihre Uhr zu stellen. Ich habe sie eine Stunde vorgestellt. Alarm! Dieser Wellington versucht abzuhauen! Er hat den Sattelgurt durchgeschnitten. Dieser Wellington ist auf der Flucht. Schnell, schnapp ihn die Avril! Alles klar. Den kriege ich. Dieser James ist unglaublich. Jetzt sieht er aus wie Rantanplan. Sagen Sie nichts. Ich weiß schon.